Hallo, willkommen zu Folge 3 des Pixelmon-Servers, den ich habe zusammen mit Hector. Ich kann reden. Ja, klar. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen Zeug aufgebaut hier und ein bisschen uns die erste kleine Psy-Gun hier gebastelt, die erste billige, blöde kleine Psy-Gun. Und in dieser Folge möchte ich einmal ganz kurz noch eine zweite auch für Hector basteln und generell die nächst bessere und dann vielleicht auch mal ein bisschen Zeug für Pixelmon basteln, denn du möchtest ja auch noch irgendwas dafür haben. Heißt, PC wollten wir bauen, ja, genau. genau, heißt, erstmal bastel ich mal schnell zwei Overclock Cores, denn das ist auf jeden Fall das Beste da. Hast du mir gerade den Redstone geklaut? Ich brauche ein bisschen Redstone, danke. So, also zwei Overclock Cat Cores, 1 und 2. Dann brauchen wir zwei Transmissive Sockets, ne, die können wir noch nicht, sondern zwei Signaling Sockets. So, und zuletzt brauchen wir noch, oder nein, möchte ich noch zwei Extended Batteries, dafür brauchen wir nochmal wieder Gold, denn das habe ich auch so in deinem Konto weggelegt. Also einmal und zwei Extended Batteries. Und dann können wir jetzt nochmal zuletzt uns einmal einen Orange Cat Colorizer machen für mich. Und dank einer Bluebell, die ich mal eben gefunden habe, hoffentlich auch einen blauen Perfekt Cat Colorizer. Dann wissen wir nämlich auch gleich, wessen ist. Und zack. Und dann gehen wir an unseren Cat Assembler und schmeißen uns mal eine Cat zusammen. Also 1, 2, 3 und Orange. Und 1, 2, 3, 4 und Blau. Wunderschön. Und jetzt brauchen wir natürlich nochmal wieder neue Spell Bullets für dich, denn sonst brauchen wir Dichter und wir brauchen Eisen. Wo ist denn das ganze Eisen? Das hast du wahrscheinlich auch schon. Ne, das habe ich, okay. Dann 1, 2, 3, 4. Dass wir die gleichen 4 erstmal haben. Und dann bastle ich dir mal eben alle Spells zusammen, die auch ich habe, und bastle alles zu rum, denn das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal on camera machen. Das mache ich mal kurz off camera. So, alles fertig. Jetzt hast du auch was Schönes. Nee, du musst Tree Mine auswählen, dann einmal rechtsklicken auf den untersten Block des Baumes. Ah, okay. Das ist vektorbasiert. Also der Vektor, das ist so der Vektor, auf den du guckst, oder der Block, auf den du guckst, ist halt Look-Vektor gemacht und dann halt einmal nach oben. 8 Blöcke ist, glaube ich, das, was ich eingestellt habe. Was sonst zu teuer ist. Und du musst an der rechten Seite auf deinen Meter achten, denn wenn das halt zu niedrig wird, dann kriegst du Schaden. Also du kannst es nicht, wenn es schon auf Null ist, aber wenn du halt einen Spell benutzt, der zu stark ist, dann kannst du dich damit sogar umbringen. Wo sehe ich das? Rechte Seite, wenn du die Psy-Gun in der Hand hast. Da siehst du ja irgendwie 5000 bei mir und 200. Ich weiß nicht, wie das was bei dir steht. Wird bei mir nicht angezeigt. Drück mal den Master Keybind, ohne die Psy-Gun in der Hand zu halten. Da öffnet sich irgend so ein Info-Ding. Ja, und das musst du einmal kurz irgendwie anklicken. Ja, das geht echt weg. Da musst du irgendwie einmal leeren oder irgendwas klicken, also irgendwas da. Ja, das kann ich nicht wegmachen, außer ich drücke Escape. Echt? Also eigentlich müsste da stehen, wie du dein. Ach so, ich glaube, das musst du. Warte mal. Mach mal Folgendes. Komm mal mit. Machen das einfach ganz kurz. Und schmeiß die mal hier rein in den Cat Assembler. Nimm mal einen Spell Bullet raus, egal welchen. Nimm die Catty da raus. Und wähl den leeren Slot mal aus. Und dann mach einen Rechtsklick auf das Redstone, wenn es auf dem Boden ist. Also leg einen Boden auf das Redstone. Ich habe gerade einen Redstone, das hast du aufgenommen. Und dann einfach einmal. Dann sollte jetzt das Tutorial sozusagen angefangen haben. Theoretisch gesehen müsstest du jetzt alle Tutorial-Spells durchgehen. Ich weiß gar nicht, hast du 5000 Energie schon? Oder musst du jetzt wirklich alle Tutorials durchgehen, damit du die Energie voll kriegst? Ich sehe noch gar keine Energie. Wenn du den Psy-Gun in der Doch Hand jetzt. hältst. Ja, 5000. Okay, dann ist alles gut, dann brauchst du das blöde Tutorial nicht durchspielen. Okay. Dann kannst du das letzte hier wieder reinlegen und den Spell Bullet auch wieder reinlegen in der Cat.
Gut, heißt, Blink ist so der erste Spell, den ich natürlich immer benutze. Damit kannst du durch Wände durchkommen. Super praktische Sache. Ich meine, allein dafür schon ist es den Wert, immer zu benutzen. Und ich dachte, der macht 5 Blöcke. Habe ich, glaube ich, eingestellt, weil das eine relativ gute Menge ist, um durch Wände durchzukommen, die einigermaßen dick sind, aber auch nicht zu weit, dass es zu viel kostet und nervig ist. Dann, es wäre der Licht spawnt an der Stelle, wo du hinguckst, ein Lichtstück, ein Lichtblock. Brauchst du also auch keine Fackeln mehr mitnehmen irgendwo hin. Und dann hast du Smite. Das macht das da. Das tötet mich fast. Tree-Mine hast du gerade schon gesehen. Exchange ist ein Spell, mit dem kannst du, was auch immer in dem vierten Hotbar-Slot liegt, das kann ich dir sonst noch ändern, wenn das für dich schwachsinnig ist und das irgendwas anderes sinnvoll ist. Tausch es aus durch das, was du an. Tausch das, was auch immer du anklickst, dadurch aus. Also, wenn du jetzt zum Beispiel Erde im vierten Slot hast bei mir und dann auf den Steinblock klickst, dann wird das halt einmal ausgetauscht. Immer so, warte. Hier so. Bling. Hast du halt. Kriegst du den Cobblestone und dann. Kannst du damit Sachen austauschen. Dreimal drei Meinen. Und Das ist das. auch selbst. Genau, das einzig Wichtige dabei ist, es funktioniert nicht nach unten und oben, es funktioniert nur nach vorne. Und das ist der mittlere Block, den du anklicken musst. Den habe ich, da bin ich voll stolz drauf, den habe ich sogar selber programmiert, den Spell. Das war gar nicht so einfach. Aber ja, damit kannst du dann, hast du schon mal so eine Grundmenge an Spells. Ist eigentlich Halt schon mal so. Spalmos. Das sind die wichtigsten Spells, die man immer haben sollte. Vor allem der hier halt. Und so kann ich mal eben schnell zum Pokémon Center kommen, um ganz gemütlich meinen Pokémon zu heilen. Ah, es ist so schön. Ich glaube, das nächste, was ich dann nochmal reinpacke, wenn wir die ne ich weiß nicht, ob ich vielleicht einen ersetzen möchte dadurch, ist dieser Zeit-Zurück-Dreh-Spell. Was der denn? Dass du halt deine, dass du dich an einem bestimmten Punkt zurück teleportieren kannst und oder dass du zurückgehst langsam. Ich bin halt auch nicht sicher, welchen dabei ich benutzen möchte. Also Tracer's eh. Genau, das ist eine der Varianten und die andere Variante ist, du bist an einem Ort und drückst das einmal, dann hast du irgendwie so und so viel Zeit und dann wirst du genau an diesen Ort zurück teleportiert. Das sind die zwei Varianten. Ich kann ja mal gerade. Ich weiß gar nicht, was ist der sinnloseste Spell von den ganzen? Sind alle sinnvoll. Ich meine, Smite ist nur deshalb sinnvoll, weil ich gerne Pokémon umbringe. vielleicht. Ich habe einen Abra gefangen. Ich glaube, ich mache erstmal Exchange, weil ich den mit 3x3 meinen eigentlich ganz gut überbrücken kann, notfalls. Und dann gehe ich mal ganz schnell daran, dass ich uns ein Spell bastle für das Ding. Und zwar ist das ja Eidos. Und die Time ist zum Beispiel 10 Sekunden. So. Und wenn du jetzt mal kurz zurückkommst, dann kann ich dir mal vielleicht zeigen, was das macht. So, kannst du das sehen. Ja, bitte schon auf dem Rückweg. Wenn wir einmal im End waren, haben wir halt die extrem gute Psychic, dann ist sowieso alles klar, aber. Solange müssen wir uns mit der da zufrieden geben. Okay, wir So. können dann ja vielleicht schon mal anfangen, den PC zu craften. Genau, das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Und ich schmeiß gerade mal nebenbei alles weg. Und der PC ist natürlich ganz sinnvoll in Pixelmon, denn wie auch in normalem Zeug, na komm. In normalen Zeug kann man damit halt sehr sinnvoll die Pokémon speichern. Genau. Und falls du dich jetzt wundert, wo wir das Glowstone her haben, im Pokémon Center gab es Glowstone. Und Aluminiumplatten kann ich dir auch mal schnell zeigen. Stellt ihr her, indem ihr Aluminium auf den Anvil legt und dann halt einfach mit dem Hammer auch wieder draufhaut. Das hat Hector schon mal eben nebenbei gemacht. Und ihr seht, wie unglaublich spaßig das ist und wie unglaublich schnell das auch geht. Es ist einfach eine Wucht, wie schnell das einfach geht. Und wie gar nicht übertrieben nervig und langsam es ist.
Aber ja, damit brauchen könnte Lander unbedingt Minenplatten herstellen. unseren mechanischen Amboss. Ja, aber kann der überhaupt Platten herstellen? Nee, ich glaube, die Platten kann er tatsächlich nicht machen. Habe ich auch gewundert bei der Mechanik, wie die funktioniert. So, aber PC. Ich glaube, ich baue den mal hier hin. Der ist wahrscheinlich nur zwei Blöcke groß. Ja. Genau, da können wir nämlich Das jetzt hier. unsere Pokémon in die Boxen legen. Also, kann ich natürlich jetzt nicht, weil ich nur eins habe. Aber ja, ich denke mal, jeder von euch hat schon mal Pokémon gespielt, oder? Was gibt es irgendwie Leute, die hier zugucken, die kein Pokémon gespielt haben? Glaube nicht. Weiß ich nicht. Aber was ich cool finde übrigens, ist das Ding hier, die Pitcher Plant, die habe ich mal eben irgendwo gesammelt. Die gab es irgendwo, da stand so random rum. Könnt ihr abbauen, einfach so mit der Hand. Denn die ist eine unendliche Wassersource. Da könnt ihr einfach Wasser rausholen aus der Pflanze. Dann braucht ihr keine vier Blöcke, sondern nur zwei. Also nur ein sogar. Einfach mit dem Eimer rechtsklicken und dann habt ihr. Ja, dann habt ihr eine Wassersource, weil ihr dumm seid wie ich und einfach einen Wassereimer auf die Pflanze setzt. Genau. Genau, Erski, so läuft das. So. Jetzt aber. Dann seht ihr, ich kann da einfach Wasser rausholen aus der Pflanze. Ist eigentlich eine ganz coole Sache. So, dann. Was wollte ich jetzt noch machen? Genau, ich wollte dir einmal ganz kurz zeigen. Bist du schon wieder weg, Timothy? Fokuscenter. Das Mit macht's echt meinem einfach, Mega-Absol. ne? Ja. Ich habe mich mit meinem Mega-Absol wieder angelegt. Du machst echt Eine Sachen. gute Idee. Gut, dann. Warte ich mal kurz, bis du wieder da bist. Ja, okay. Ich hatte gehofft, dass es nach zweimal Intimidate vielleicht einen Schlag überlebt, aber nein. Hector versucht das Unmögliche. Ja, das noch? Bleiben wir realistischer, suchen wir das Unmögliche, ne? Ja gut, wenn ich jetzt schon zweimal geflincht bin, dann habe ich auch keine Chance. So, komm mal mit. Naja. Aua. Geh mal auf den Exchange Spell, also wähl den mal aus mit der Cat. Und dann mach mal einen Shift-Rechtsklick auf den Spell Programmer. Sehr schön. Jetzt kannst du mal aussehen, was Eidos Reverse da macht, dann weißt du, was wie das halt mit. Das ist so Trace, das ist wie gesagt Trace, das ist eh. Das ist so. Hui! Das setzt dich, glaube ich, 10 Sekunden zurück. Und halt wirklich mit den Bewegungen, die du gemacht hast. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Ja. Vor allem, wenn du das dann so machst. Und stirbst, weil du toll bist. Wow, das war. Wow. Meine schönen 8 Level. So. Du auf die 9. Ja, genau. Dann ist man bitter. Oder aber eben, du nimmst die andere Variante und nimmst nicht Eidos Reversal, also nicht Tracers Ult, sondern du nimmst, keine Ahnung, wessen, ich weiß gar nicht, ob's überhaupt, was, ob mir was einfällt, was das ist. Ich wollte einmal ganz kurz. Zack, nenne ich Edit. Remove. So. Und zwar, wenn du jetzt den Spell nimmst, den ich jetzt da drin habe, dann ist das ein Anker. Du bist natürlich schon wieder weg. Ja, Pokécenter. Brauchen wir unbedingt einen Healer bei unserer Base irgendwo. Das war doch länger, als ich gedacht habe. Also in 10 Sekunden kommt man ganz schön weit. Wenn man Dingens hat. Okay. Oh nein, jetzt habe ich meinen Blinkspot überschrieben, ich Vollpfosten. Blink. Und einmal ganz kurz neu gemacht. Caster. Und Distance ist 5. So. Mein Blinkspell. Voll kompliziert. Für all die, die es interessiert. Ach so. Nee, hä? Ach so, nee, der Name ist aber noch nicht geändert. Blink.
Gut. Zack. Da kannst du nämlich jetzt zum Beispiel mit dem, mach ich mal gerade, IDOS Anchor. Da kannst du dann zum Beispiel, wenn ich jetzt mal da 10 Sekunden einstelle, so, Time, und dann kannst du jetzt nicht außer den Blinkspiel überschreiben, wie ich es getan habe. Und natürlich sollte ich den Namen richtig wählen. Jetzt zweimal blinken. Ja, einfach nicht den Spell wechseln und einmal nochmal klicken. Ich habe wieder den Spell vergessen, um zu benennen. Und jetzt kannst du nämlich den einmal rechtsklicken und dann kannst du irgendwo hinlaufen. Kannst sogar die Zeigern aus der Hand nehmen und dann irgendwann nach 10 Sekunden wirst du einfach resettet an dem Punkt, wo du das gecastet hast. Plank. Das ist halt auch sehr praktisch, vor allem weil das relativ lange Zeit sogar geht für relativ geringe Kosten. Das heißt, ich kann zum Beispiel, ich glaube, das höchste, was den Psygons geht, die wir haben, ist 41 Sekunden. Hier ist ein, wie heißt das? Visor als Boss. Ich glaube, das können wir sogar killen. Meinst du? Versuch's einfach mal. Level 28. Kann ich mithelfen? Ah, ne, ist already in battle. Oh, übrigens, wenn du diese komischen Leisten nochmal hast, ne? Ja. Z ist die Taste. Welche Taste? Z. Ah, okay. Bei mir zumindest. Ich weiß nicht, ob es vielleicht bei denen anderes ist, aber bei mir ist es Z. Was besiegt? Sentinel used Quick Attack und Sentinel fainted. Woo! Ich habe einen Sonderbonbon und Light Clay und ein bisschen Leder bekommen. Hui. Ach man, ich wollte das Zubat treffen. Stirbt Zubat. Komm schon, triff. Ach Mano. Und blink. Eins, worauf man echt aufpassen muss, ist, dass man nicht an Fallschaden stirbt. Weil man sich zu hoch blinkt. Und dann unterschätzt, wie viel Fallschaden das dann doch macht. Aber ansonsten, ja. Praktisch. Oder? Auf jeden Fall. Gerade eben Blink. Ich meine, was gibt's cooler als ein Short-Term-Teleport? Wenn du in der Mine gehst, dann kannst du dich auch immer so bop, bop, bop. Ah. Das sind die Dinge, die einfach Spaß machen. Sachen mal eben fertig bekommen. Gut, okay, dann. Was ist das nächste, was auf dem Plan steht? Was brauchen wir denn als nächstes? Weiß ich nicht. Du hattest doch einen Slimeball gefangen, oder? Gefangen vor allem, bekommen. Gefangen, ja. Ja, genau. Genau. Nein, Ein Slimeball ich benutze gefangen. den Slimeball, um neue Pokémon zu fangen. Ja, ach so. Ja, Ist auch kannst ein du dann Beides. dann kannst du dich im wahrsten Sinne des Wortes bei ihnen einschleimen. Oh Gott. Ja, ich habe leider mal verkackt. Ich muss echt aufpassen, dass ich mit immer die falschen Soundboard-Dinge hab. Ah, Mann, der tat so weh. Der tat einfach nur extrem weh. Okay, Cobblestone habe ich, Dingens, ich brauche noch Redstone und Eisen. Dann machen wir also mal Folgendes: Wir bauen uns einen Piston. Wir bauen uns einen Sticky Piston. Und dann bauen wir uns einen Ofen. Oder nebenein, aber ich glaube, wir bauen uns einfach ein. Und dann brauchen wir noch Iron Bars. Und dann bauen wir ein Mechanical Anvil. Hey! Nicht mehr selber hauen. Jetzt kann ich das Hauen bei jemand anderem machen. Ey! Aua, das hat mir selber mehr Schaden gemacht als dir. Schade, dass ich mit dir nichts machen kann. Nee, kannst du gleich angreifen. Haha. Ich kann sie höchstens umbringen mit Blitz. Was passiert eigentlich, wenn ich ein Pokémon, das mir gehört, mit einem Blitz umbringe? Wird trotzdem besiegt. Okay, dann ist ja gut. Ich dachte schon, ich kann halt wirklich welche umbringen. Das wäre dann ein bisschen zu OP. Also, wo setzen wir den Mechanical Anvil hin? Hier Also hin. der ist ein bisschen größer auch. So, perfekt. Dann brauchen wir Kohle.
Und wir brauchen diese Crafting-Items, die ich schon hier drin habe. Und dann machen wir davon mal 9 Stück rein und gucken mal, ob eine Kohle auch 8 Stück brennt, wie bei jedem sonstigen Zeug. Und gucken uns dann an, wie cool das aussieht. Denn die haben das natürlich animiert. Es ist total, finde ich total cool, dass sie es einfach komplett animiert haben. Und blub. Ah, könnte man stundenlang zugucken, oder? Wir machen einfach eine einstündige Folge, nur wie wir dazu gucken. Weiß gar nicht, wie schnell das jetzt im Verhältnis geht. Das wird sogar schneller ist als ein normaler Ofen. Bisschen langsamer. Also Wir sie haben kommt nicht Iron mehr und direkt davon. Aluminum Bases. Das ist ja blöd, dass die nicht wenigstens vereinheitlicht werden. Ich schmelze mal gerade wieder ein paar Apricorns, ne? Wir haben gerade ganz viele 8er Stacks. Das passt ganz gut. Einmal ein 8er Stack gelbe. Einmal ein 8er Stack schwarze. Und ach, das Deck grüne. Dann können wir auch gleich wieder ein paar Pokébälle craften und auch gleich in den Ofen werfen. Brot haben wir auch, wunderbar. Huch, nein, ich will nicht tippen. Und ich ernähre mich die ganze Zeit nur von Bohnensuppe. Okay, Doppelklick war das weg. Und einmal die Bowl. Zwar schnell neue. Bohnensuppe ist wirklich toll. Ist gar nicht, die ist echt kein schlechtes Essen. So, okay, dann, während die Aprikokos kochen, können wir eigentlich mal ein bisschen was angreifen wieder, ne? Ich benutze meine Viecher schon viel zu selten. Die Frage ist, was ist ein guter Anfangs-Pokémon? Ich habe keine Lust, mit Visenior oder so ein Scheiß zu fangen. Irgendwas, was du gut findest. Kannst auch einen Lavita direkt holen, wenn du willst. Wäre ja auch mal eine Alternative. Alter, wie viel Schaden hat das Scheiß wie bei mir gemacht? Gott. Okay, zum Glück hat sie die Defense erhöht. Gerade so gewonnen. Alter. Aber es hat eine Beere dabei gehabt. Und Leder! Hey! Wofür brauchten wir nochmal Leder? Verdammt, ich weiß gar nicht, wofür wir Leder brauchten. Wofür brauchten wir nochmal Leder? Genau, für Bücher. Für Bücher, für Magical Wood, für Destruction Wand, den wir jetzt nicht mehr brauchen, weil wir Psy haben. Okay. Ich muss erst mal mein Viech wieder heilen. Ich habe schon wieder gar keine HP mehr. Also irgendwie ist das durch Sachen durch TP noch ein bisschen verbuggt im Vergleich zu Anvilcraft zum Beispiel, wo das ein bisschen besser funktioniert hat immer. Wir fanden es eine sehr sinnvolle Idee, mal an einem Dingenspunkt zu bleiben. An einem Wasserpunkt und dann da sich jedenfalls lassen. Oder vielleicht immer den Wassereimer danach zu benutzen. Damit man nicht stirbt am Fallschaden oder so. Gut. Also wenn du meine Empfehlung für ein Pokémon haben willst, dann hol dir erstmal ein Flug-Pokémon. Ein was? Ein Flug-Pokémon? Flug-Pokémon. Also Topsy oder Staralili oder sowas. Ich meine, rein von meinem Prinzip her müsste ich eigentlich einen Staralili nehmen, weil das halt vierte Gen ist und ich vierte Gen Fanatiker bin. Staralili ist auch eines der coolsten Vögel. Und davon haben wir hier mehr als genug. Aua. Ich bin fast am Sterben. Ups. Aber das Schöne an der 1.12 ist, wie schnell man sich heilt, wenn man Hunger hat. Also keinen Hunger hat. Wenn man satt ist. Das ist die richtige Formulierung. Ich muss jetzt mal gucken, wo wir hier einen Staralili haben, dass ich umbringen kann. Also nehmen kann, haben kann. Ah, Hast du Level hier! 13? Ein Level 11er Staralili. Das irgendwie nicht ganz weiß, was es tun möchte. Okay, interessant. Hier, komm. Komm her. Hey! Ich bin wichtig. Oh Mann, vielleicht sollte ich auch mal treffen. Was ist denn das für ein Riesenviech gerade? Das ist die letzte Kugel von hässlichen Käfer. Ach so. Und zack, da haben wir es. Da versuchen wir es zumindest zu fangen. Hey! Ich habe eine Staralili. Bisschen komisch, Gott. dass man auf dem nicht fliegen kann.
Gott, der sieht ja witzig aus irgendwie. Aber das ist Typ Elektro. Also Elektrokäfer. Ich möchte gerade mal einen Mauzi umbringen. Denn Mauzis können dieses Glücksitem dabei haben. Hier, komm. Leer. Bisschen die Defense runterziehen. Und einmal Ember. Oh Mist, es hat trotzdem nicht gereicht. Ich hatte gedacht, das reicht vielleicht. Klatsch. Na, krieg ich so ein. Nee, schade. Ich dachte, ich krieg so ein cooles Item. Oh! Oh, dieses kleine Rehviech. Dearling. Komm her. Dich will ich haben. Wow, das war einfach. Ein Level 23 Viech einfach instant gecatcht. Denn das haben wir übrigens, das hätte ich vielleicht mal erwähnen sollen. Wir haben das angeschaltet, dass man halt Viecher einfach mit einem Pokéball ohne Kampf catchen kann. Wenn man es versuchen möchte, kann man es halt machen. Das haben wir auch mal Das macht ja angeschaltet. effektiv keinen Unterschied dazu, dass du einfach den Kampf beginnst und dann direkt einen Pokéball wirfst. Ja, genau. Genau. Oh, wow. Litten ist aber mal paralyzed. Okay, gut. Hey, mein Blitz ist Level 14. Verdammt. Firefang hat das jetzt bekommen als Attacke. User bites with flame cloaked fangs. This may also make the target flinch and leave it with a burn. Aber es ist ein Physical Attack und ich bin ja eher ein Special Attacker mit meinen Wesen und meinen Stats. Heißt, ich mach's mal statt Scratch, glaube ich. Oder statt Lick. Wofür brauche ich Lick? Lick macht ja nur 30 Schaden, das ist nicht wirklich viel. Sehr effektiv gegen Geist-Pokémon, aber im Endeffekt macht deine Feuerattacke wahrscheinlich sogar mehr Schaden. Ja, das ist halt eine 40er-Attacke, Ember. Und Firefang Ja, ist und ein du. 65er. Ja, aber ich meine im Vergleich zu Lick auch. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich Leer wegschmeiße, also eine Status-Attacke Ja, wegschmeiße oder ob ich das ist so Scratch eh wegschmeiße. Kompetenz. Ja, wahrscheinlich, ne? Und plus, er gibt mir Redstone und Glowstone. Cool. Also, Glowstone können wir auch dadurch bekommen, dass wir einfach Plus und Minus umbringen. Ja, generell Elektro-Pokémon droppen häufig sowas. Jetzt habe ich zwei neue Pokémon. Ich freue mich. Mal eben. Das war einfacher als gedacht. Ich glaube, ich hatte natürlich auch nie versucht, einfach ein Pokémon instant zu fangen. Ich habe halt meistens einfach die runtergezogen und habe sie dann erst versucht zu fangen. Und manchmal habe ich sie einfach geone-shottet. Ja, aber die Catch-Rates von den Pokémon sind echt hoch. Also erst später bei schwierigeren Pokémon muss man wirklich anfangen, die zu schwächen. Habe ich mir nie Gedanken drüber gehabt, als ich selber gespielt habe. Ich habe mal Ich gedacht, aber es auch wird nicht, total ne? schwer. Und ich habe ein volles Team, hoffentlich. Hä? Nee, hä? Warum ist mein. Warum sind die auch noch am Sterben? Godin, Godin. Haltet ihr das Viech, was ich drauflege? Ach nee, ich bin blöd. Ich habe gerade den Heilungsbalken für den Pokéball gehalten. Also das Pokéball-Item. Icon meine ich. Weil du ja das Icon vom Hyperball hast. Da dachte ich gerade, das wäre die HP-Leiste. Zis. RSG ist manchmal sehr intelligent. Ich nenne mich selbst immer noch lieber bei meinem Game Attack als bei meinem realen Namen. Ja, noch ein paar Schalker Boxes hier erfahren. Gut, ich schmeiß mal schnell ein bisschen Zeug in Kisten. So. Dann müssen wir sowieso gleich wieder die Folge beenden, weil die schon wieder zu Ende ist. Wow. Wie schnell man einfach Folgen produzieren kann mit dieser Art von Let's Play. Ich meine, ich cutte ja nur wirklich wenig im Vergleich zu sonst. Deswegen mache ich jetzt so schnell Folgen. Wird witzig, wie ich die überhaupt raushauen kann dann. Gut, so, dann machen wir noch wieder ein paar Hyperbälle, würde ich sagen. Gut, vielleicht sollte ich nicht alle meine Schwarzen verballern. Ich möchte nicht noch ein paar Finsterbälle auch noch haben.
Achso, davon kriegt man ja so viel mehr. Vergessen. Ah ne, eine Kohle macht tatsächlich genau 8. 8 Items. Das ist gut zu Gut zu wissen. wissen. Mach ich mal kurz manuell, weil ich glaube, dass es besser geht, als wenn ich das für einen Ofen schmeiße extra dafür. So, dann 6 Stück, das reicht mit dem Ofen. So, komm, mach das mal mit dem Ofen. Und die 3 mache ich mal schnell manuell. Weil das so unglaublich spannend ist, dabei zuzugucken, wie Leute damit auf den Anvil einkloppen. Das macht einfach so einen Spaß. So, toll, dass wir Diamant-Dingens haben. Diamanthammer, ne? Ja. So, jetzt aber. Die auch. Und davon sind sie doch nicht mal fertig. Also wenigstens ist es auch schneller, wenn man manuell macht. So, dann Buttons und einmal ein paar Pokebälle craften. Ich habe auch mal die Iron Bases. So, und die Ultrabälle. Wunderbar. Und ich habe keine Tickbeschleuniger. Weil doch, habe ich sogar. Wir haben sogar Tickbeschleuniger. Ich muss sie nur craften. Aber das dauert doch ein bisschen, bis wir dahin kommen, dass wir die bauen können. Gut, dann, also, warte ich jetzt noch kurz, bis das Ding fertig ist, craft noch die letzten Bälle und dann würde ich schon mal sagen, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und wenn ja, benutzt gerne den ganzen Stuff jetzt on screen und auch den ganzen anderen Schwachsinn, die ihr sonst da unten so ermöglicht zu verwenden. Und dann machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen, noch ein bisschen Training mit unseren kleinen Viechern hier jetzt, gerade mit unserem Starly, denn wir wollen natürlich, dass wir fliegen können und dafür müssen wir das Viech ein bisschen hochziehen. Wobei wir haben doch sogar VMs aus, also müsste ich nicht sogar auf meinem Starly so fliegen können. Ja, aber das Pokémon ist halt ein bisschen zu klein. Also, gut, okay. Dann ist es also in Pixelmon sogar realistischer als im realen Ja, Spiel. bisschen. Denn im realen Spiel kannst du ja auf einem Taubsi fliegen. Ja, das geht hier nicht. Aber gut, im Spiel brauchst du auch Fliegen, damit du auf einem Pokémon fliegen kannst, wohingegen du dich hier einfach draufsetzt. Das haben wir ja extra eingestellt. Das ist extra eine Einstellung, die wir gemacht haben. Ich glaube, die ist standardmäßig aktiviert, aber ich möchte nur halt erwähnen, dass wir sie auch wirklich aktiv gelassen haben. Gut, dann aber wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.